Guten Morgen, mein Name ist Stefan, ich bin Gründer von RightLink und ihr seht, die Sonne geht gerade auf, das heißt, es ist noch ganz früh morgen und wir haben für euch eine neue iOS-App. Die Android-App wird dementsprechend bald nachziehen mit der Funktion. Und zwar haben wir eine erweiterte Konfiguration, die wir euch jetzt zur Verfügung stellen, sodass ihr den Ring dann ein bisschen besser einrichten könnt. Ich zeige euch das am besten einfach immer mit der Bildschirmaufzeichnung, die ich jetzt starte. Dazu habe ich meine App, mein iPhone, ich habe einen Wingman. Wir haben hier unten hier auf der Start, auf dem Startscreen immer die Batterie angezeigt und wir wissen ja auch alle, dass die Messung der Batterie nicht ganz präzise ist. Das liegt an einer verbauten Diode, die hat eine Toleranz von 0,2 Volt plus minus. Das heißt, im schlechtesten Fall haben wir 0,4 Volt Differenz zwischen den einzelnen Messwerten. Und darauf basieren dann natürlich auch vielleicht Fehlauslösungen von der Batteriemeldung. Ich gehe auf mein Motorrad, ihr geht auf den Wingman. Und ganz unten, wenn man ganz runter geht, gibt es jetzt den Knopf erweiterte Konfiguration. Die funktioniert nur, wenn ihr in der Nähe vom Wingman seid und der Wingman ist auch wach. Dann verbindet ihr euch mit dem Wingman. Je nachdem, wie lange der schon an ist, dauert das ein bisschen länger. Ihr seht, wartet, bis der Wingman erreichbar ist. Der prüft jetzt ab, ob die Kommunikation steht. Und wenn die Kommunikation steht, dann liest er die Werte quasi aus, die auf dem Wingman eingerichtet sind. So, also er liest jetzt die Werte aus. Und ihr seht, mein Wingman ist auf nie einschlafen eingestellt. Den stelle ich jetzt mal auf 5 Minuten einschlafen. Standardmäßig ist der auf 10 Minuten eingestellt. Der Bewegungssensor ist auf mittel eingestellt bei mir. Und mein aktueller Offset sind minus 1,2 Grad. Jetzt mache ich einfach mal zum Spaß, damit wir das relativ schnell sehen. Das ist auf 2 Grad. Und er versucht immer gleich die Einstellung auf dem Wingman zu speichern, sodass wir dann auch sicher sind, quasi wenn er damit durch ist, dass es auch passt. Ihr habt noch zwei weitere Buttons. Ihr könnt den Wingman jetzt neu starten und ihr könnt ihn zum Einschlafen schicken. So, wenn ihr damit fertig seid, war es das eigentlich, weil das ist nämlich das ganze Thema. Also, ihr könnt die Einschlafdauer von 1 Minute 5, 10 und 30 Minuten einstellen. Ihr könnt den Bewegungssensor in der Empfindlichkeit einstellen, das heißt von nicht sehr empfindlich bis extrem empfindlich. Bisher waren wir immer auf sehr empfindlich eingestellt, also auf niedrig oder hoch. Macht's mal auf und guckt's mal. Und ihr könnt den Offset einstellen. Die zwei Buttons da unten, die könnt ihr benutzen. Wir haben sie euch jetzt mal mit angeboten, dass ihr sie einstellen könnt. Ist vielleicht für den Support manchmal ganz wichtig, oder wenn ihr nach Hause geht und sagt, ich brauche es nicht mehr aufzeichnen, dann schicke ich mich nochmal zum Einschlafen. Ansonsten gibt es eigentlich keinen erweiterten Grund, warum ihr diese Buttons braucht, weil wenn ihr es richtig eingestellt habt, schläft der Wingman ja auch ein. So, und das war es auch schon. Wenn ich jetzt hier speichern sage, vielleicht erinnert ihr euch noch, dass wir hier vorhin 10,6 Volt hatten und puff, jetzt geht es auf 13,8 Volt. Also vorher hatte ich minus 1,2 eingestellt. Jetzt habe ich plus 2 Volt eingestellt und schon verändert sich der Messwert von der Batterie. Das heißt, Batteriespannungsgerät gucken, was bei 0 Offset, was wir messen, was euer Spannungsgerät misst, einstellen und dann passt der Offset. Ja, vielen Dank. Ich wünsche euch, was haben wir heute? Donnerstag. Ich wünsche euch bald ein schönes Wochenende. Es ist ja Weihnachtszeit, es ist Black Friday. Wir haben ein Black Friday-Angebot am Laufen. Ich habe einen Black Friday-Pulli an, nee, habe ich nicht, aber genau, dann kommt ja schon die fröhliche Weihnachtszeit mit allem, was so dazugehört. Und ich bin am Überlegen, da könnt ihr ja, wenn ihr bis zum Ende geschaut habt, könnt ihr mir ja sagen, ob das vielleicht noch eine lustige Idee ist. Früher waren wir immer kurz vor Weihnachten einmal auf dem Feldberg sind wir hochgefahren, egal wie kalt es war. Ich habe es schon ewig nicht mehr gemacht. Mein Moped ist eh das ganze Jahr angemeldet. Vielleicht machen wir das einfach. Also, gute Zeit. Guten Start ins Wochenende.